Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Bei den deutsch-israelischen Regierungsgesprächen in Berlin sind gravierende Meinungsunterschiede über die Siedlungspolitik Israels deutlich geworden. Premierminister Netanyahu verteidigte den geplanten Ausbau jüdischer Siedlungen im Westjordanland. Bundeskanzlerin Merkel bekräftigte ihre Kritik. Aus Sicht der Bundesregierung erschweren die Siedlungspläne die angestrebte Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern. Maschinengewehrschützen auf dem Kanzleramt, höchste Sicherheitsstufe beim Besuch der israelischen Regierungsdelegation in Berlin. Das politische Klima ist frostig. Nach Deutschlands Enthaltung in der UN-Vollversammlung bei der Palästinenserabstimmung und Israels Ankündigung neuer Siedlungsbauten im Westjordanland. Die Kanzlerin benennt den Dissens. Es sollten einseitige Maßnahmen vermieden werden. Das führt dann auch dazu, dass in der Frage der Siedlungsfragen wir uns einig sind, dass wir uns nicht einig sind. Indiz für die Spannungen ist auch, dass Israels Außenminister nicht zu den Regierungsgesprächen erschienen war, weswegen die eigentlich geplante Unterzeichnung von Verträgen entfiel. Premier Netanyahu will beim Siedlungsbau nicht nachgeben. Er sieht sich in der Kontinuität der Vorgängerregierungen. Wir verfolgen dieselbe Politik seit fast 45 Jahren. Alle israelischen Regierungen haben im jüdischen Umland von Jerusalem gebaut und in Siedlungen, die tatsächlich Vororte von Jerusalem und Tel Aviv sind. Außerhalb der Sicherheitszone eine kleine Demonstration für die Rechte der Palästinenser. Nach den anstehenden israelischen Wahlen werden Deutschlands Argumente Gehör finden, hofft der Entwicklungsminister. Die Entscheidung für die Politik in Israel und in den besetzten Gebieten ist nicht die Entscheidung der Bundesregierung. Deswegen hoffe ich ein Stück darauf, dass nach der Wahl im Januar vielleicht alles etwas abgekühlt und vielleicht auch etwas abgeschwächt ist. Ein Besuch der Gedenkstätte Gleis 17, wo an die Deportation jüdischer Bürger erinnert wird, beschloss die Berlin-Reise Netanjahus. Auch dieser Ort macht die besonderen Beziehungen Deutschlands zu Israel deutlich. Israels neue Siedlungspläne sind in den vergangenen Tagen in vielen Ländern auf heftige Kritik gestoßen. Nach der politischen Aufwertung der Palästinensergebiete durch die Vereinten Nationen hatte Israel den Bau weiterer 3000 Wohneinheiten bei Jerusalem angekündigt. Kritiker befürchten, dadurch werde das Westjordanland quasi in zwei Teile gespalten und ein lebensfähiger Palästinenserstaat unmöglich gemacht. Es ist ein steiniger Berghang, nur etwa 12 Quadratkilometer groß. E1 heißt das Gebiet zwischen Jerusalem und der israelischen Siedlung Maale Adumim. Hier sollen Siedlerhäuser entstehen, ein Stolperstein für Friedensgespräche. Das Westjordanland ist in drei Zonen aufgeteilt. 40% des Gebietes ist unter palästinensischer Kontrolle, die Hälfte davon ist aber unter israelischer Militärverwaltung. Ungefähr 60% werden allein von Israel beherrscht, hier liegen auch die israelischen Siedlungen. Besonders kompliziert wird es in Jerusalem. Ein Siedlungsring umschließt die heilige Stadt, die beide Seiten beanspruchen, aber von Israel verwaltet wird. Das E1-Gebiet schiebt sich wie ein Riegel zwischen Jerusalem und die jüdische Siedlung Maale Adumim. Ein Siedlungsbau hier könnte jüdische Siedlungen verbinden und die Bewegungsfreiheit der Palästinenser stark einschränken. Das Westjordanland würde fast geteilt werden. Mehr als 40 Millionen Euro sollen in E1 investiert worden sein, auch für eine Polizeistation. Bald könnten Häuser dazukommen. Eine Zwei-Staaten-Lösung wäre dann in weite Ferne gerückt. Die Bundeswehr soll sich an einem NATO-Einsatz in der Türkei beteiligen. Das Kabinett beschloss, bis zu 400 Soldaten mit Patriot-Flugabwehrsystemen an die Grenze zu Syrien zu schicken. Das Mandat gilt für ein Jahr. Die Patriots könnten Raketenangriffe aus Syrien abwehren, etwa wenn der Bürgerkrieg eskaliert oder das Militär außer Kontrolle gerät. Das NATO-Mitglied Türkei fühlt sich durch die Kämpfe im Nachbarland zunehmend bedroht. Der Bundestag soll nächste Woche über den Einsatz abstimmen. Die Luftwaffensoldaten in Husum sind gerade erst von einer Übung zurück. Da könnte in ein paar Tagen schon der nächste Marschbefehl kommen, Richtung Türkei. Das Kabinett hat heute den Einsatz deutscher Patriot-Raketen an der Grenze zu Syrien beschlossen. Sie sind besonders zur Abwehr von Mittelstreckenraketen geeignet, wie sie auch das Assad-Regime besitzt. Wir erkennen keine Absicht der syrischen Seite, diese Waffen einzusetzen. Aber die syrische Seite hat die Fähigkeit dazu. Und deswegen dient Abschreckung dazu,
dass aus der Fähigkeit keine Absicht wird. Ebenfalls im Mandat deutsche Soldaten in AWACS-Aufklärungsflugzeugen, die bereits über der Türkei fliegen. Kombiniert mit Patriot könnte damit eine Flugverbotszone durchgesetzt werden. Das deutsche Mandat schließt das jedoch aus. Der NATO-Generalsekretär hatte wegen der syrischen Chemiewaffen ein militärisches Eingreifen ins Spiel gebracht. Deutschland ist an keinerlei Überlegungen oder Planungen beteiligt, die auf eine Intervention hinauslaufen. SPD und Grüne können sich eine Zustimmung zum Mandat vorstellen. Nur die Linkspartei fürchtet die Verwicklung in den syrischen Bürgerkrieg. Wenn wir an der Grenze zu Syrien Raketen stationieren und Soldaten, und das ohne UNO-Auftrag, nur auf Wunsch der Türkei und auf Beschluss der NATO, ohne UNO-Auftrag, werden wir dort zur Kriegspartei. Über den Patriot-Einsatz soll der Bundestag nächste Woche entscheiden. Die Bundesregierung beteuert zwar, sie wolle kein militärisches Eingreifen in Syrien, doch gleichzeitig sagt der Außenminister, dass eine rote Linie überschritten werde, falls Assad Chemiewaffen einsetzt. Dann könne man nicht mehr abseits stehen, heißt es auch aus der NATO. Die Bundesländer wollen einen neuen Anlauf nehmen, die rechtsextreme NPD verbieten zu lassen. Die Ministerpräsidenten folgten einstimmig der Empfehlung, die die Innenminister gestern ausgesprochen hatten. Der Bundesrat soll den Verbotsantrag in der kommenden Woche stellen. Ob sich dem auch Bundestag und Bundesregierung anschließen, ist noch offen. Bundeskanzlerin Merkel kündigte eine Entscheidung bis März nächsten Jahres an. Es soll ein eindeutiges Signal gegen Rechtsextremismus sein. Deshalb haben sich die Ministerpräsidenten durchgerungen zu einem neuen Anlauf für ein NPD-Verbot. Nächste Woche soll das im Bundesrat offiziell beschlossen werden. Wir wissen, dass wir damit nicht leichtfertig umgehen, sondern dass wir damit auch den Menschen in diesem Land zeigen, dass dieses eine Demokratie ist, die in der Lage ist, sich mit rechtsstaatlichen Mitteln auch zu wehren gegen die, die sie angreift und gegen die, die sie unterhöhlen wollen. Und das will die NPD. Die Materialsammlung über die NPD, sie ist so etwas wie das Pfund in der Hand der Länder. Nichts stamme darin von V-Leuten aus der NPD, eine Lehre aus dem 2003 gescheiterten Verfahren. Zweifel bleiben, das Saarland und Hessen haben diese heute auch zu Protokoll gegeben. Was machen wir eigentlich, wenn ein V-Mann der NPD plötzlich auftritt und erklärt, diese Info ist von mir? Dann müssen wir nachweisen, dass der Unrecht hat. Also da sind viele Unebenheiten drin. Die Kanzlerin ist nach dem Gespräch mit den Ländern noch nicht überzeugt. Sie will sich im ersten Quartal des neuen Jahres entscheiden, sagt sie, und kein zu hohes Risiko gehen. Dass dort eine rechtsextreme Intention in diesem Material ist, das wird überhaupt nicht bestritten. Die Frage ist, reicht das? Und das müssen wir noch weiter bewerten zu einem erfolgreichen Parteienverbot. Der Bundestag soll das Material auch bekommen, um sich selbst ein Bild zu machen. Ob Kritiker oder Befürworter, einhellig heißt es, ein NPD-Verbot allein könne das Problem nicht lösen. Die eigentliche Herausforderung sei, das rechte Gedankengut insgesamt zu bekämpfen. In Ägypten ist der Streit über die neue Verfassung anderthalb Wochen vor der geplanten Volksabstimmung eskaliert. Bei Straßenschlachten zwischen Islamisten und Oppositionellen wurden in der vergangenen Nacht 7 Menschen getötet und mehr als 600 verletzt. Soldaten riegelten mit Panzern den Präsidentenpalast in Kairo ab, um weitere Ausschreitungen zu verhindern. Die Opposition fühlt sich übergangen, weil der Verfassungsentwurf maßgeblich von den Islamisten geprägt wurde. Rund um den Präsidentenpalast demonstrieren am Abend fast nur noch Gegner Morsis. Ihre wichtigste Forderung, die Änderung des Verfassungsentwurfs. Muslimbrüder, die Anhänger des Präsidenten, sind praktisch nicht zu sehen. Sie haben von ihrer Zentrale den Befehl bekommen, sich zurückzuziehen. Am Mittag bauen Soldaten der republikanischen Garde mit Stacheldraht und Barrieren eine Pufferzone rund um den Amtssitz Morsis. Währenddessen beruft der Präsident im Palast ein Treffen mit Kabinettsmitgliedern ein. Dabei habe Morsi mit ihnen über eine Lösung der Krise diskutiert, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme. Vor dem Palast heftige Debatten über den Vorschlag des Vizepräsidenten, dass jetzt noch Änderungen der Verfassung vor dem Referendum festgelegt werden könnten, die dann das neue Parlament umsetzen muss. Morsi sollte einen Kompromiss mit beiden Seiten suchen. Die Gewalt kann jederzeit wieder ausbrechen, deshalb muss er schnell handeln. Wir sind alle Ägypter. Sowas wie gestern darf nicht mehr passieren. Vergangene Nacht hatten sich Morsi-Gegner und Anhänger hier am Präsidentenpalast erbitterte Straßenschlachten geliefert. Tote und Verletzte. Auch in anderen Städten gab es gewaltsame Zusammenstöße. In Ismailia, 140 Kilometer von Kairo entfernt, brannten Morsi-Gegner eine Parteizentrale der Muslimbrüder nieder.
Auch heute gibt es wieder Zusammenstöße. Oppositionelle waren am Abend zu einer Parteizentrale der Muslimbrüder in Kairo marschiert. Dort liefern sich beide Seiten erneut Straßenschlachten. Einen Tag vor dem offiziellen Ende der Weltklimakonferenz in Doha treten die Verhandlungen auf der Stelle. Bundesumweltminister Altmaier warnte in seiner Rede vor einem Scheitern. Die dramatische Entwicklung des Klimawandels stehe in scharfem Gegensatz zu dem langsamen Fortschritt der Verhandlungen. Bislang ist offen, wie der internationale Klimaschutz fortgesetzt wird. Das Kyoto-Protokoll, der einzige verbindliche Klimavertrag, läuft mit dem Jahreswechsel aus. Jugendliche aus aller Welt, die sich in Doha für den Klimaschutz einsetzen. Ein Termin, bei dem der Bundesumweltminister kurz durchatmen kann. Denn bei den Gipfelverhandlungen, so Altmaier, steuere man auf einen kritischen Punkt zu. Ich hoffe, dass wir morgen nun den Tag der Entscheidungen sehen werden. Es gibt in allen drei Feldern noch große offene Probleme und Fragen. Und ich hoffe, dass einige Länder über ihren Schatten springen und mitmachen. Denn es wäre verheerend, wenn dieser Gipfel scheitern würde. Die drei großen Streitpunkte des Klimagipfels sind die Verlängerung des Kyoto-Protokolls. Unter anderem ist Polen nicht bereit, einer weitergehenden Senkung der Treibhausgasemissionen zuzustimmen. Ein internationales Klimaabkommen bis 2015. Darin soll unter anderem festgelegt werden, wer wie viel CO2 ausstoßen darf. Und Geldzusagen für die Entwicklungsländer. Sie fordern bis 2015 $60 Milliarden für den Klimaschutz. Wegen der Wirtschaftskrise sind aber nicht mehr alle Industriestaaten bereit, ihren Teil der Summe beizusteuern. Die Entwicklungsländer haben das Gefühl, dass die Industrieländer hier einfach nicht das geleistet haben, was sie vorher versprochen hatten. Weder beim Kyoto-Protokoll, der Ernsthaftigkeit der Ziele oder bei den Finanzen. Deswegen sind ein Teil der Länder, um deren Existenz es geht, empört. Und andere lehnen sich zurück und sagen, naja, dann müssen wir ja auch nichts Ernsthaftes machen. Nicht nur die angereisten Jugendlichen, auch internationale Beobachter bezweifeln, dass diese Probleme bis morgen Abend gelöst werden können. Bei einem schweren Schiffsunglück vor der niederländischen Küste sind vermutlich 11 Seeleute ums Leben gekommen. Gestern Abend war etwa 50 Seemeilen vor Rotterdam ein Autofrachter mit einem Containerschiff zusammengestoßen. Die Küstenwache hat die Suche nach den noch vermissten Seeleuten inzwischen eingestellt. In der eisigen Nordsee gäbe es für sie keine Überlebenschance. Ein schwieriger Rettungseinsatz bei Sturm und Regen mitten in der Nacht. Helikopter flogen Einsätze über der Unglücksstelle. Bisher wurden 5 Tote geborgen. 6 Matrosen werden noch vermisst. Am Anfang sahen wir von Weitem viele Rettungsinseln und Überlebenswesten. Dann wurden es immer weniger, sie wurden einfach abgetrieben. Die Baltic Ace kam aus Seebrücke und war mit 1200 Autos unterwegs nach Finnland. In Gegenrichtung das Containerschiff Corvus J. Etwa 90 Kilometer vor Rotterdam kam es zur Kollision. Innerhalb weniger Minuten, so Augenzeugen, ist der Autotransporter vollständig versunken. 13 Seeleute der Baltic Ace konnten gerettet werden. Sie wussten überhaupt nicht, was passiert war. An Bord muss es sehr chaotisch zugegangen sein. Alles ging rasend schnell. Die Corvus J kam mit wenigen Schäden davon. Noch ist die Ursache unklar. Sturm und schlechte Sicht dürften aber laut Küstenwache zur Havarie mit beigetragen haben. Der brasilianische Architekt Oscar Niemeyer ist tot. Er starb gestern im Alter von 104 Jahren in seiner Geburtsstadt Rio de Janeiro. Niemeyer zählt zu den prägendsten Architekten der Moderne. Zu seinen monumentalen, zeitlosen Entwürfen gehören das UN-Gebäude in New York und ein Großteil der Hauptstadt seines Heimatlandes, die zum UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Insgesamt hat Niemeyer weltweit etwa 600 Projekte verwirklicht. Es war einer der letzten großen Auftritte in der Öffentlichkeit 2007. Oskar Niemeyer, fast 100-jährig, bei der Einweihung des Teatro Popular in Niterói. Ein monumentaler, kurvenreicher Bau, typisch für den brasilianischen Star-Architekten, dessen Erfolgsgeheimnis immer hieß, die Form folgt der Frau. Die Kurve für ihn immer die beste Lösung. Er, der 1957 den architektonischen Auftrag des Jahrhunderts bekam, mit Brasilia in nur 1000 Tagen eine neue, einzigartige Hauptstadt zu errichten. Bei allen seinen Projekten weltweit wollte er, dessen Vorfahren aus Deutschland stammen, von geraden Linien und rechten Winkeln nicht viel wissen. Er setzte als Kommunist immer auf Gleichheit. Der Star-Architekt war in Rio de Janeiro zu Hause, in seinem Atelier, selbst mit über 100 Jahren fast täglich bei der Arbeit und fühlte sich nie als etwas Besonderes.
Mensch zu sein, das ist in Anbetracht des Universums so unbedeutend. Man muss immer bescheiden bleiben. Nichts ist wichtig. Niemeyer wollte immer etwas für Brasilien schaffen, an das man sich erinnert. Das ist ihm gelungen. Die Fußball-EM 2020 wird erstmals europaweit ausgetragen. Das beschloss das Exekutivkomitee des Europäischen Fußballverbandes UEFA bei seiner Sitzung in Lausanne. In welchen Ländern und Städten gespielt wird, steht aber noch nicht fest. DFB-Präsident Niersbach kündigte an, Deutschland werde sich als Mitgastgeber bewerben. Mit einer Gala feiert die ARD zur Stunde in Hamburg das 60-jährige Bestehen der Tagesschau. Etwa 300 Gäste sind ins Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Altona gekommen, unter ihnen auch die früheren Sprecher Dagmar Berghoff, Wilhelm Wieben und Jo Brauner. Per Videobotschaft will Bundeskanzlerin Merkel ihre Glückwünsche übermitteln. Am 26. Dezember 1952 wurde die erste Tagesschau ausgestrahlt. Mehr zu 60 Jahren Tagesschau gibt es bei uns im Internet mit Sendungen aus 6 Jahrzehnten und einem Interview mit der langjährigen Sprecherin Dagmar Berghoff. In vielen Teilen Deutschlands ist der Winter eingebrochen. Neuschnee und Eis bedecken seit der vergangenen Nacht nicht nur die Berge wie hier im Erzgebirge. In mehreren Bundesländern ereigneten sich Unfälle wegen Glätte. Nach Angaben der Polizei kamen 2 Menschen bei Zusammenstößen auf Autobahnen ums Leben. Der Wintereinbruch führte bundesweit zu Staus und Behinderungen mit langen Wartezeiten. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 7. Dezember. Morgen zieht ein Tief von der Nordsee Richtung Belgien. Es sorgt in der Südwesthälfte Deutschlands für Schneefälle und zum Teil stürmische Böen. Ruhiger bleibt es im Nordosten. Heute Nacht ist es weitgehend trocken, zum Teil auch klar. Später ziehen in die westlichen Landesteile dichte Wolken, in den Frühstunden beginnt es dort zu schneien. Morgen bleibt es zwischen Ostsee und Erzgebirge recht freundlich, sonst breiten sich die Schneefälle über die Südwesthälfte aus, am Oberrhein ist auch mal Schneeregen dabei. Allgemein muss mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Wind weht in der Westhälfte zum Teil mit stürmischen Böen, an der Nordsee und auf den Bergen sind auch Sturmböen möglich. Die Nacht wird frostig kalt, mit Tiefstwerten zwischen 0 Grad am Niederrhein und minus 15 Grad an den Alpen. Morgen werden maximal minus 5 bis plus 1 am Rhein bis 3 Grad erreicht. Am Samstag wird es insgesamt ruhiger, mit nur noch einzelnen Schneeschauern an den Küsten und ganz im Süden. Am Sonntag von Nordwesten aufkommende neue Schneefälle und zum Teil gefrierender Regen. Montag viele Wolken, gebietsweise Regen, oberhalb 300 Meter Schnee. Um 22.15 Uhr sind wir wieder für Sie da mit den Tagesthemen und Karen Mioska. Wir berichten über die deutsch-israelischen Gespräche und schauen auf die aktuellen Entwicklungen in Ägypten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.